Fasnacht findet auch dieses Jahr wieder in einem kleinen anderen Rahmen statt als normal. Ob sich Solothurnerinnen und Solothurner gleich auf die 50 Jahreszeit freuen, das finden wir in diesem Elfi-Highlight heraus. Was bedeutet für euch Fasnacht? Fasnacht lustig sein, Party machen mit Kolleginnen, mit Kollegen. Halt wieder mal Normalität. Für mich bedeutet Fasnacht mega viel. Ich war seit klein auf in der Fasnachtszunft. Und darum ist eigentlich ja, die Fasnacht wie die 50-Jahres-Zeit für mich. Das ist Fun, Entspannung, Feste, das Gute hat zusammen. Und die Leute, die Musik. Für mich bedeutet es eigentlich auch, eine gewisse Zeit frei zu sein und einfach mal wie nichts machen. Einfach wirklich eine Woche lang entspannen und nicht gross darüber nachdenken. Ein bisschen Musik hören, Alkohol trinken. Sonst ist nichts eigentlich. Ja, mal, das ist, finde ich noch gut. Also, die Jungen haben Spass und das haben wir auch gehabt. Und das dürfte so von mir aus schon weitergehen. Und wie findest du, dass Fasnacht dieses Jahr trotz Massnahmen und ohne Umzug wird stattfinden? Also ohne Umzug finde ich natürlich mega schade. Das habe ich immer als Kind ein mega Highlight gefunden, die grossen Wege zu sehen. Und auch, also jetzt finde ich es mega spannend zu sehen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und ja, bewundernswert, dass da alles auf die Beine gestellt wird. Ja, ich finde gut, kann man machen, was möglich ist. Also mit Umzug, denke ich, wird es schwierig zum Umsetzen. Obwohl es so aussieht, dass die Massnahmen vielleicht ein bisschen gelockert werden auf den. Aber also ich glaube einfach, es war gar nicht anders möglich gewesen. Und dann, wenn es stattfindet, statt ist, finde ich gut, wenn man es draussen machen kann. Finde ich gut. Ohne Umzug finde ich nicht so toll. Also vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass sie eigentlich alles lockern wollen. Wäre schon noch schön, sie würde stattfinden. Ich finde es so super. Also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es nicht weg wäre. Und was gefällt euch an der Fasnacht am meisten? Musik. Durch die Gassen hier. Das klingt mir so schön hier. Ein durch die Gassen mit Guckenmusiken und fröhlich sein alle miteinander. Einfach, dass ich mich verkleiden kann, das mache ich mega gerne. Und dass, einfach, dass die Leute zusammenkommen und wie eine Einheit bilden und ja, einfach all das zusammen dürfen erleben, das ist das Beste für mich. Ja, es ist halt die Stadt ist ein bisschen voll. man trifft wieder Leute, die man schon länger nicht gesehen hat. Es ist halt einfach so ein bisschen Partystimmung. Mal eine, ist wieder. Mit den Kollegen gehen, ein bisschen Alkohol trinken, Spass haben, lachen. Und dieses Jahr, wenn ihr an die Fasnacht geht, geht ihr verkleidet an die Fasnacht? Ja, schon immer verkleidet, ja. Und als was? Ja, das habe ich noch nicht entschieden. Ich habe so eine Fasnachtskiste mit mehreren Kostümen. Ja. Ich habe viel selber genäht. Ja, mal doch, ich bin schon gerne verkleidet. Ja. Wenn es geht schon mit den Kindern, ja. Das hat sich gerade ergeben als Cheerleaderin. Genau. Du machst nicht mit? Nein, ich bin der Amor. Also einfach in der weiblichen Version, ja. Als Teddybär wie jedes Jahr, blauer Teddy. Und was hast du für Erwartungen an die diesjährige Fasnacht? Viel. Ja, also ich erwarte, dass es gleich wird wie sonst. Weil wenn du mit den richtigen Leuten gehst, ist es ja egal unter welchen Umständen sicher cool. Es wird wahrscheinlich schon nicht so viel stattfinden, aber wäre schön mal. Eigentlich nichts Grosses. Also einfach, wir haben schon mal mit den Kolleginnen gesagt, wir gehen sicher am Samstag Gassenfasnacht. Mal schauen, wie es wird. Gar keine. Lass auf mich zukommen. Dass es normal stattfinden könnte. Dass wir wieder raus können und zusammen sein können. Genau. Ich erwarte euch echt Spass mit den Kollegen. Wieder mal eben in eine Welt hineintauchen, die wir jetzt ein Jahr lang oder fast zwei nicht mehr hatten. Und ja, mal. Das wär's schon wieder gesehen mit dem neuen Elfi-Highlight. Wir freuen uns auf die 50-Jahres-Zeit und hoffen, dass wir den einen oder den anderen auch dort antreffen.